Na schön. Irgendwas stimmt mit der Karte nicht. Was ist jetzt los? Wieso ist die Karte so komisch? Warum zeigt sie mir nicht an, wo ich bin? Okay. Awkward. Weird. So, wir müssen einmal raufgehen. Aha. Auf der Höhe. Was? Okay, aber hier ist gleich jemand, den wir fragen können. Zum roten Regen, glaube ich. Entschuldigung. Haben Sie ein Gerücht über roten Regen in dieser Gegend gehört? Roter Regen? Was ist das? Eine urbane Legende? Ich habe noch nie davon gehört, geschweige denn gesehen. Verstehe. Gut, das war keine große Hilfe. Ah, das teilen Sie. Einmal runter müssen wir dann da. Oh Gott, schaut zum ersten Mal, ist hier hinten irgendwas los. Ein NPC, hallo. Entschuldigung, wissen Sie etwas über dieses Gerücht vom roten Regen? Geht mir ganz ähnlich. Wo hast du das aufgeschnappt? Es ist okay, wenn du es nicht weißt. Trotzdem vielen Dank. Ich weiß, dass er sarkastisch war, aber... Hä? Was? Ich verstehe die Übersetzung teilweise nicht. Entweder bin ich zu blöd oder sie ist nicht gut übersetzt. So, was ist mit dir? Es gibt Gerüchte, dass hier roter Regen fällt. Wissen Sie etwas darüber? Was soll das heißen? Nie davon gehört. Ich glaube, da will dich jemand veralbern, Mensch. Vielleicht hast du recht. Ha, komisch, keiner hat irgendwas gewusst. Sieht so aus, als wüsste niemand etwas darüber. Was ist denn hier los? Hat uns der Typ reingelegt? Wenn du meinen Meister betrügst, wirst du platt gemacht! Ein Gerücht, von dem niemand gehört hat. Er könnte geleimt worden sein. Ich sollte fragen, woher das Gerücht kommt. Okay, also wieder einmal hinporten. Willst du mich verarschen? Was ist jetzt passiert? Werden wir gleich abgestochen oder was ist passiert? Pass auf, Meister, ich glaube, du bist umzingelt. Kann ich dir helfen? Deswegen konnte ich bei der anderen Brücke nicht drüber, weil sie wollten, dass ich hier rüber gehe. Da wird der Katzi passiert. What the fuck? Smart game, smart. I fell into your trap. Okay, dann gehe ich jetzt. Wenn ich euch nicht helfen kann, dann... Mit skrupellos aura. Wo geht's denn hin, Bruder? Bruder, wovon redest du? Der purpurrote Regen ist ein Segen. Das hat sich gereimt. Ich bin der neue... Bushido. Diejenigen, die nach ihm suchen, sind Brüder. Oh, okay, also komische Menschen. Glaube an den roten Regen, wie wir es tun. Meister, mit diesem Typen stimmt irgendwas nicht. Lass uns dem purpurroten Regen Vertrauen schenken. Suche mit uns nach dem Segen. Was soll ich tun? Schnell rüberspringen über die Reling, Alter. Der purpurrote Regen wird uns in das gelobte Land führen. Empfange deinen Segen und betrete das gelobte Land. Sie werden es bekommen, wenn du nichts tust. Wir müssen laufen. Oh Gott. Haben wir sie abgehängt? Es sieht nicht so aus, als ob uns jemand gefolgt wäre. Meister, was ist das? Was zur... Da steht... Wenn wir uns das nächste Mal treffen, sollst du ein wahrer Bruder sein. Sie müssen diese Notiz geschrieben haben, aber wann? Wie auch immer, berichten wir das. But that's fucking scary. What is this shit? Ob das jemals wieder into play kommt? Ich habe das Gefühl, dass das einfach nur so kleine Nebengeschichten sind, die aber dann nie wirklich im Großen und Ganzen wiederkommen. Oh. Hey, du bist zurück. Ja, es gab da ein paar Probleme. Was die Ermittlung betrifft, sei versichert, der rote Regen existiert nicht. Willst du diese Typen gar nicht erwähnen? Das würde ihn nur noch mehr beunruhigen. Der rote Regen existiert nicht. Ja, also kannst du weiter ohne Sorge. Der purpurrote Regen existiert tatsächlich. Hab Vertrauen in den purpurroten Regen, wie wir es tun. Oh Gott. Meister, dieser Typ ist... Bruder...
Hab Vertrauen in den purpurroten Regen, wie wir es tun. Lass uns zum gelobten Land aufbrechen. Okay. Das ist ja alles Verrückte. Sieht nicht so aus, als ob er uns gefolgt wäre. Der muss schon einer Gehirnwäsche unterzogen worden sein. Scheint so. Wer waren diese Leute überhaupt? Mir ist nichts Seltsames an ihnen aufgefallen, also sind sie wahrscheinlich nur Menschen. Das ist noch beunruhigender. Sie glauben fest daran, dass ein purpurroter Regen sie retten wird. Was ist denn? Nichts. Ich bilde mir anscheinend Dinge ein. Oh Gott, da oben steht noch einer. Der purpurrote Regen wird uns in das gelobte Land führen. Empfange deinen Segen und betrete das gelobte Land. What the fuck? Wow. What the hell? Hell nah. Da ist das Café. Die Leute stehen alle da wegen einer hübschen Dame, die da im Café. Eine sehr süße offenbar. Naja, bin ja gespannt. Also wie gesagt, diese ganzen Nebenaufgaben. Ich glaube, das sind halt wirklich nur so kleine Geschichten, die ein bisschen auch unheimlich sind in manchen Fällen. Aber sie werden wahrscheinlich nicht groß mehr vorkommen. Habe ich das Gefühl. Mit dieser Purpurregen, ich glaube, der kommt nie wieder. Oder vielleicht kommt er. Ich meine. Ja, etwas gegen die Leute tun. Er schießt sie alle. Oh, danke schön. Okay, dann aufgelegt. Wow. Er ist nur so, oh ja, dein Problem. Melde dich halt wieder, wenn du es geschafft hast. The fuck? Warum magst du mich nicht? Naja, weil das ein bisschen Aufmerksamkeit erregend ist, aber gute Idee, Shinigami. Lass uns weiter brainstormen. Jetzt ist da die Dingens wetten. やっぱりめちゃくちゃ混んでるな。これはかなり時間がかかりそうだぞ。店員さん、コーヒーおかわり。こっちもコーヒー。オッケー。はい。ただいま持っていきます。Na, sag ich doch. Fubuki-san? Yeah. Ara? Yuma-san? What the fuck are you doing here? Where's the rest? Wo sind die anderen? Du teilst es ja nicht mal. Ja, deswegen bin ich hier. Du lebst ja. I'm just happy to see you, even though you're stupid as hell. Wie kannst du es wagen, auch zu leben? Nein, nein. Was? Egal. Weißt du, was mit den anderen passiert ist? Okay. Ich schätze, wenn du so blöd bist, brauchst du eine positive Einstellung. Bist du nicht milliardenschwere Erbin? Nimm sie mit. Warum arbeitet sie hier im Café? Ich muss zugeben, ich bin auf Shinigamis Seite in diesem Fall. Also, sowas kann ich nicht nachvollziehen, wenn du so dumme Leute attraktiv findest. Ein gewisses Maß an Intelligenz sollte doch vorhanden sein. Aha. Das Golden Path Café. Irgendwas mit Apple Juice. Ja.
Grape oder was ist da drunter? Ja, was willst du dazu groß sagen? Die Geheimnisse einer Jungfrau, ist das ein Sternzeichen oder? Wahrscheinlich weiß sie auch nichts und selbst wenn sie was wüsste, hätte sie es wahrscheinlich vergessen. So verpeilt wie die ist. Hm. Mein aufrichtiges Beileid? Okay. Bei mir musste... Okay. Die Mission erfüllt. Ja, war eh nicht so dumm. Ausnahmsweise. Die Räder scheinen sich bei ihr langsamer zu drehen da oben, aber sie funktionieren rostig. Nein. Wir gehen. Benehm dich jetzt mit. Natürlich, ich sehe dir an, wie kurz der Rock ist schon wieder. Nur, muss nicht viel sein, nur ein Stückchen länger. Aber da musst du nur kurz ankommen und dann siehst du die Unterhose. Das muss nur ein ganz wenig länger sein. Dann wird's... Wär's okay, aber irgendwie sind mir die zu kurz. Ah, Gott. お待たせしてすみません。コーヒーを調達してこなくちゃいけなくて。調達って？ここで入れてるんじゃないんですか？ホテルのレストランでコーヒーを注文して入れてもらっているんです。え？まさかホテルのコーヒーを。嘘。このままここの客に出してるんですか？はい。な、マジ？それで横流しなのか？すごい。めちゃくちゃだな。シーズ・シュレイク。 Alles, das ist, was? Oh mein Gott! Komm mit uns mit, bitte. Oder das zumindest. Nein. Mein Mund steht gerade offen. What the fuck? Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Wow. Okay. Da drüben ist eine. Kann ich aber zuerst die Nebenaufgabe holen? Nein, okay. Ich soll die Kamera schnell aufstellen? Okay. Ist ja gut. Da geht jemand vorbei, genau jetzt. Stell mir die Kamera auf und er schaut so, ist so, hallo? Okay. Ich glaube, meine Gehirnzellen sind ein bisschen abgestorben bei der Interaktion mit ihr. Danke, sehr gut. Ja. Ich muss dir danken für deine Arbeit. Nein! Gott, ich fühle, wie ich mit jeder Sekunde wirklich dümmer werde. Mein Blutdruck ist so anstrengend. Oh, mein Gott!
Ja, genau. Ich habe eine Todesgöttin. Ja. Ja. Okay, danke schön. Das ist sicher hilfreich. Sie soll ja... Ich meine, sie hat überlebt. Ich habe keine Ahnung. Und sie scheint ja eine gute Pforte zu haben und weiß nicht. Also wird sie schon nützlich sein. Yay! Ich freue mich, dass wir sie gefunden haben, muss ich sagen. Wir kennen uns ja auch praktisch ewig. Nein. Okay. Ist egal. Yuma diskutiert sowas doch nicht mit ihr. Na klar. Wir suchen doch eh nach den anderen Meisterdetektiven. Ja. Wie kommt sie darauf? Nein, vielleicht einfach nur, weil er die Arme verschränkt hat oder was? Ach so, oh Gott. Ich dachte schon, sie ist vielleicht intelligent genug zu merken, wenn er den Gesichtsausdruck ändert, randomly. Aber offenbar habe ich mir zu viel erwartet. Ja, nein, woher sollst du das auch wissen, Schatz? Ich habe es dir ja nicht erklärt. Bis jetzt. Dumme Wurst. Ja, er hat recht. Nein, also da kann ich dir nicht zustimmen. Ich glaube, dass ich besser dran bin, aber wie es dir gut geht, geht es mir auch gut, was auch immer dich am Leben hält. Oh mein Gott, ist das London Tipton? Mir muss ja selbst der Alltag schwerfallen. Ich bin verwundert, dass die Frau nicht vergisst zu atmen. Oh Gott, Lord! Jetzt wünsche ich mir irgendwie Halara zurück. Gut, mein Blutdruck ist irgendwie sowohl im obersten als auch im untersten Bereich. Ich weiß nicht, wie das möglich ist, aber ich bin erschöpft nach dieser... Seitdem die Absperrung errichtet wurde, ist halb so viele Unfälle gegeben. Okay. Nichts Neues hat er mir zu erzählen. Aber hier ist jemand. Hallo. Du bist es. Meister, wer ist dieses Mädchen? Hast du sie ausgenutzt? Ja. Warum musst du das so sagen? Und ich habe keine Ahnung, wer sie ist. Ich habe dich schon mal mit Kurumi gesehen. Bist du ihr fester Freund? Fester Freund? Als ob! So eine Beziehung haben Kurumi und ich nicht. Ah, ich höre es daran, wie du ihren Namen sagst. Du bist auf jeden Fall ihr fester Freund, nicht wahr? Nein, so ist es nicht. Versuch nicht, es zu verheimlichen. Ich kann dich durchschauen. Sie ist wirklich hartnäckig. Wie heißt du? Ich bin Yuma, aber Kurumi und ich sind wirklich nicht zusammen. Yuma also!
verlegene Schülerin, so wirkt sie überhaupt nicht. Da du scheinbar ein Liebesguru bist, möchte ich dich gerne um Rat fragen. Liebesguru? Mein Meister? Ein Liebesguru? Tja, du kannst auf ihn zählen. Hör auf zu lachen. Das Mädel lässt auf jeden Fall nicht locker. Sie hat sich meinen Respekt verdient. Okay. Es gibt jemanden, den ich mag, aber ich weiß nicht, ob ich es ihm sagen soll oder nicht. Wieso nicht? Er ist sehr, wie sagt man, reserviert. Er zeigt meistens nicht viele Emotionen. Deshalb bin ich mir nicht sicher, wie er über mich denkt. Na und? I cannot relate, aber ich denke mir so, wenn du auf jemanden stehst, ich meine, du solltest vielleicht nicht hingehen und sagen so, ich liebe dich. So, und die Person ist, what am I supposed to do with this? Aber du könntest die Person einladen auf mehrere, weißt du, Dates und sowas und dann rausfinden, wie es mit euch funktioniert. I don't know. Oder du gehst hin und sagst so, ja, ich liebe dich. Ich habe mich verliebt in dich und ich würde gerne mit dir ausgehen, wenn es in Ordnung ist. Würdest du mir erlauben, dich einzuladen auf ein Date? Ich meine, die Person kann ja nur ja oder nein sagen im Grunde. Oder richtig gemein werden, natürlich auch. Wir haben alle immer Angst, verletzt zu werden. Aber wenn du es nicht probierst, dann wirst du es nie wissen. Also, am Ende bereust du sonst nur was, wenn du es nicht tust. Aber okay. Also würde es mich freuen, wenn du, der Liebesguru Yuma, ihn für mich fragst. Oh, das finde ich immer ganz furchtbar. Wenn du jemand anderen vorschickst, jemanden zu fragen, ob der mit dieser Person ausgeht. Wenn ich nur Informationen sammeln soll. Ich hoffe, sie meint damit nur so, kannst du rausfinden, ob er irgendwie was für mich empfindet? Bin ich so, okay, ja, das ist in Ordnung. So ein bisschen Informationen, Intel sammeln, in Ordnung. Aber wenn jemand so kommt und so ist so, in Mangas oder sowas kommt es auch vor, so, wo sie sind, hier ein Liebesbrief, kannst du, du bist der beste Freund von diesem Typen, kannst du ihm den geben? Und ich bin so, nein, gib du ihm selber den Liebesbrief. Wieso bin ich der scheiß Bote? Nein, oder schmeißt es, wenn du dich nicht traust, in das Schuhfach. Das haben sie ja in diesen japanischen Geschichten immer. Oder was weiß ich, aber gib nicht jemand anderem die Aufgabe. Sei mutig und mach das. Liebe ist doch was Schönes. Und ich meine, wenn du es gibt immer Arschlöcher, die dann so darüber lachen und sowas. Ja, aber hey, du hast was erlebt, was viele Menschen in ihrem ganzen Leben nie erleben. Liebe. I don't know. I just don't like it. Okay, wenn du anderen sagst, mach du das für mich. So, nein. Du willst, dass ich das tue? Ja, ihr seid beide Männer, also redet er vielleicht lieber mit dir. Und da du ein Liebesguru bist, kannst du seine subtilen Emotionen sicher besser wahrnehmen. What the fuck? Wie klingt das? Hilfst du mir? Ja. Wo finde ich ihn? Um diese Zeit ist er sicher in einem Café, im Golden Path Café. Von da komme ich gerade. Das Golden Path Café, das ist das Café im Ginma-Distrikt. Es lag auf dem Weg zu diesem hohen Turm. Okay, dann gehe ich mal dorthin, aber ich kann für nichts garantieren. Entschuldigung. Verstehe, Demut scheint eine deiner Techniken zu sein. Ich sollte mir das notieren. Du kommst gar nicht zu ihr durch. Lass sie einfach und geh zum Café. Ja, gehen wir. Herzschmerz. Naja. Natürlich helfe ich hier. Bin ja Detektiv. Also will ich ja wissen, wie diese Nebenquest endet. So, guter Mann. Stehen Sie auf eine Schülerin? Hast du einen Augenblick? Was denn? Ich konnte ihn finden, aber wie fange ich überhaupt an? Du bist planlos auf ihn zugegangen? Reiß dich zusammen, Meister! Warum fragst du ihn nicht einfach direkt? Du kannst dich da nicht rausmogeln. Du könntest recht haben. Nun, es gibt ein Mädchen, das sagt, dass sie dich mag. Ein Mädchen von der Akademie? Du kennst sie? Sie hat schon ein paar Mal mit mir gesprochen. Ich wusste nicht, dass sie so fühlt. Aber ich höre das gerne. Er mag sie auch? Langweilig. Ist das nicht illegal? Ich meine, sie ist eine Schülerin. Bist du auch ein Schüler? Oder du siehst nämlich älter aus? Aber vielleicht liegt es auch nur am Trenchcoat. Ma. Komm schon, so ein Happy End ist doch toll, oder nicht? Aber wenn ich daran denke, ich habe schon Dinge gelesen. Ich bin schon, Entschuldigung. Aber wenn ich daran denke, wie die Dinge im Kanaibezirk laufen, kann ich ihre Gefühle wohl nicht erwidern. Ha! That's stupid. Jetzt ist dein Gedanken verloren. Was sollen wir tun?
Vielleicht können wir jemanden finden, der uns Liebesratschläge gibt. Wie wäre es, wenn wir im Ginma-Distrikt suchen? Gerne. Und wenn wir dort niemanden finden, können wir noch woanders suchen. Okay. Frau in liebloser Ehe. Und, wie war's? Du hast nach Rat gefragt, oder? Ja, dank ihm sind wir jetzt ein Paar. Ich bin so froh, dass ich mir Unterstützung geholt habe. Ich sollte mir auch einen Liebesberater suchen. Ich stecke seit einiger Zeit in einer blöden Situation. Das solltest du auf jeden Fall tun. Ich glaube, er ist immer noch im Hotel im Kamasaki-Distrikt. Klingt, als könnte er Ahnung von Romantik haben. Ich sollte ihn auch aufsuchen. Also, ich sag ganz ehrlich. Ich sag gar nichts. Ich sag gar nichts. Wir müssen eh in den Kamasaki-Distrikt. Das ist ja gleich da drüben. Wie soll die ausschauen? Damit wirst du als Detektiv sicher ernst genommen, wenn du mit dem Kaffee-Kleidchen rumrennst. Okay. Ja, das Design hat sicher viel damit. Ich meine, schon, aber. Ja, schon. Oh ja, wir wissen ja, dass Yuma wunderschön, sehr elegant auch ausschauen kann in solchen Uniformen. Hat sie irgendwas anderes? Ich habe das Gefühl, okay, das ist das Gleiche. Okay. Ich wollte nur schauen. Die Dinosaurier sind so groß. Ob die irgendwas Neues haben? Wenn man sich vorstellt, dass diese schöne Kunstgalerie zu einem Tatort wurde. Und dank dessen ist sie heute auch geschlossen. Dieser Mord ist eine Sache, aber Sicherheit ist hier das eigentliche Problem. Jeder alte Verrückte kann reinspazieren. Dieser Vorfall wird sicherlich zu strengeren Sicherheitsmaßnahmen führen. Siehst du, da ist doch jemand Neues gewesen. Bekannt man hat sie auch nicht geändert. Jo. Oder sind wir schon? Habt ihr was anderes zu sagen, wenn ich mit ihr hier bin? Übernachten sie? Nö. Okay. Da hinten sitzt der. Hallo. Sumimasen. Hast du einen Augenblick? Ich habe gehört, dass die Leute in Liebesangelegenheiten zu dir kommen. Stimmt das? Ja. Du möchtest doch eine Beratung? Eigentlich ist das an sich nicht mein Problem. Es gibt da zwei, die sich mögen, aber er glaubt, dass sie aufgrund des Kanai-Bezirks nicht zusammen sein können. Was denkst du denn darüber? Scheiß Psychiater, Alter. Nein. Nun, wenn er sie mag, sollte er es probieren. Verstehe. Ah, die Jugend. Was für eine wunderbare Denkweise. Ja, ich meine, ich würde auch so. Ich denke auch so. Ich denke so. Aber wenn du dich magst, ist es doch dumm. Nur wegen. Like, just try it. Wenn es nicht funktioniert, dann funktioniert es eh nicht. Und das siehst du dann auch. Aha. Ich will dir mal etwas erzählen. Einst gab es einen Mann und eine Frau, die sich innig geliebt haben. Aber sie waren nie ein Paar. Der Mann hat immer abgelehnt. Okay. Warum? Er war kriminell. Er saß seine Schuld ab, aber aufgrund seiner Vorgeschichte fiel es ihm schwer, Arbeit zu finden. Also wusste er, dass er nicht bei ihr sein konnte. Wenn er das tun würde, dann erst nachdem er Arbeit gefunden hatte. Das glaubte er jedenfalls. Aber all das war der Frau egal. Sie sagte ihm, dass sie auch in schwierigen Zeiten bei ihm sein wollte. Die Uhr hat wieder geläutet. Nur nicht irritiert sein, Leute. Wenn er ihr nur seine Gefühle offenbart hätte. Freundlicher Mann mittleren Alters, okay. Ist etwas passiert? Die Frau wurde krank und starb. Das kam wohl ziemlich plötzlich. Der Mann ärgert sich bis heute darüber.
Er wünscht sich, er hätte ihr seine Gefühle gestanden. Der Mann, von dem er redet, ist... Sag deinem Bekannten, dass er seine Gefühle nicht unterdrücken soll. Besonders in schwierigen Zeiten nicht. Ja. Mensch weiß nie, wann es zu spät sein könnte. In Ordnung. Danke für den guten Rat. Mann, ist das traurig. Eigene Lebensgeschichte, war. Ja. Guter Mann. Geben Sie Ihr Bestes. Oh, du bist es. Ich bin mir immer noch nicht sicher, was ich tun soll. Wenn du noch unsicher bist, hör dir das bitte an. Ich habe es von jemandem gehört, der mehr Erfahrung mit Liebe hat. Unterdrücke deine Gefühle nicht, besonders in schwierigen Zeiten nicht. Vielleicht siehst du diese Person heute bereits zum letzten Mal. Das weiß Mensch nie. In der rechten Ecke diese Pflanze oder was auch immer, die da herumwackelt. Dieser eine. Was ist denn das? Wenn du Gefühle für sie hast, dann solltest du ihr das sagen. Ja. Ja, du hast recht. Danke. Dank dir habe ich mich entschieden. Ich werde zu ihr gehen. Ja, ich denke, das ist eine gute Idee. Ich konnte nicht länger warten. Ich habe nicht gehört, worüber du gesprochen hast. Wie ist es gelaufen? Nun, ich glaube nicht, dass ich derjenige sein sollte, der es ihr sagt. Er will es dir selbst sagen, weshalb er dich bald besuchen kommen will. Was? Ich kann nicht zulassen, dass er mich so sieht. Ich muss etwas Süßeres anziehen. Ich bedanke mich das nächste Mal bei dir. Okay, ciao. Weg ist sie. Menschliche Liebe ist so anstrengend. Das ist nicht wahr. Es ist nur so, dass die Menschen die Liebe sehr ernst nehmen. Deshalb ist es so schön. Was? Meister, interessierst du dich für die Liebe? Nein, nein, nein. Es ist viel zu früh für dich. Ein Detektiv ist mit seinem Job verheiratet. Er muss Fälle und Geheimnisse lösen. Liebe hat da keinen Platz. Ja, ja, ich verstehe schon. Weiß nicht. Herzschmerz, Anfrage beendet. Sehr schön.